So, du bist Star Wars Fan, ich bin Star Wars Fan, wir sind Star Wars Fans. So, die Geschichte begann in den 70ern mit Lord Darth Vader, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo und so weiter. Aber The Lord Darth Vader, danach ab den 90ern wussten wir, sein Name Anakin Skywalker, der Auserwählte. So, der Auserwählte wurde zu Lord Darth Vader. Und da setze ich heute an. Es fehlt ein Film mit Lord Darth Vader. Aus Spaß haben wir uns zusammengesetzt und haben über so eine Filmvariante von Lord Darth Vader gesinnt. Also wir haben darüber nachgedacht, wie würde so ein Film aussehen mit Lord Darth Vader. So, nach drei entstand Lord Darth Vader. Er schrie Amidala und dann Schnitt. So, Lord Darth Vader hat aber alle Jedis ausgerottet, wer Hörbücher, wer Comic etc. gelesen, gehört, weiß Bescheid. So, in Hörbüchern The Lord Darth Vader, The Dark Lord, hört man seine Gedanken, wie er darüber nachdenkt und so weiter. Aber ich bin der Meinung, es fehlt ein Film über Lord Darth Vader, der zwischen 3 und 4 angesiedelt werden müsste und somit dann also Rogue One packt und nachher auch Han Solo irgendwie damit einpackt. Also zwischen 3 und 4 könnte man einen Wahnsinnsbogen ziehen, wo der Lord Darth Vader die ganzen Jedis bis hin zur Brücke, wo er dann in 4 auftaucht und Leia sich schnappt, um halt an die Daten des Todessterns zu kommen. So, aber vorher hat er ja, wie gesagt, die ganzen Jedis gejagt. Ja, dann passt es auch nachher mit Obi-Wan Kenobi, wie Obi-Wan Kenobi sprach zu Emma, deinem Vater und so weiter und so fort. Ja, und Luke, wie, du kanntest ihn und so weiter und so fort. Ich meine, so eine Wahnsinnsbrücke könnte man an sich noch zaubern, wenn Hollywood Geld ausgeben würde. So, wenn man halt so einen Dark Lord Film machen würde, das wäre schon etwas. Alles um ihn, seine Gedanken, vielleicht geht er auch zum Sarg von Amidala, ja, und grübelt nochmal über alles nach, wird vielleicht noch verbitterter, dass man überhaupt weiß, warum er so dunkel geworden war. Somit wäre der Einstieg mit diesem Dark Lord in nachher 4, 5 und 6, ja, irgendwie gewaltiger. Es hätte mehr Biss, man hätte mehr Verständnis. Weil die nämlich nicht gelesen haben, denn die nicht Comics oder halt ein Hörbuch sich gönnen oder gegönnt haben, kommen gar nicht klar. Ich habe mit so vielen nämlich mittlerweile gesprochen hier, die gar nicht so mit Anakin Skywalker sich anfreunden können, mit Kylo schon mal gar nicht. Und wie gesagt, das Ganze, viele machen ja also mittlerweile auch Witze, weil die Jawas sind ja an sich die wahren Sammler von Gegenständen, also sind an sich die, welchen Schrottsammler, die mit ihrem Liner da durch die Gegend fahren, alles da drin haben, umarbeiten und auch umbauen und dann verkaufen vor Ort, haben wir ja halt auch gesehen, wie Luke Skywalker nachher R2-D2 und 3RIPO da gekauft haben. Ne? Die Botscher beherrscht und all solche Scherz und Fremdsprachen, solche Sachen. So, ja, also wenn man die Schauspieler, also wenn man das Ganze hinterfragt und sich das Ganze anschaut, es fehlt schon der Dark Lord, also der dunkle Lord, der fehlt darüber und ja. Da könnte man, natürlich könnte man auch Obi-Wan Kenobi mit einarbeiten, wie er dann nach Anakin, ne, ihn verlässt und so weiter, wie er dann irgendwie auf dem Planeten und dann den Luke halt ein bisschen begleitet. Man könnte halt auch so ein bisschen zeigen, was Obi-Wan Kenobi so macht. Ne? Wenn man gut zuhört, hat er ja einiges schon gemacht und er lebte dann halt zurückgezogen. Könnte man mit einbinden, aber die Geschichte wäre, also die Geschichte fehlt. Die Geschichte des dunklen Lords fehlt. Damit man wirklich sieht, wie viele Jedis überhaupt vernichtet wurden, wie die Jedis auch ihn aufgenommen, denn er war ja unbekannt, ne?
Ist klar, keiner wusste, dass Darth Anakin ist. Man hätte auch Ahsoka noch mit einbinden können, dass Ahsoka dann mit diesem schwarzen Lord da irgendwie kämpft oder so. Und dann passt das auch ein bisschen nachher, also von der Hollywood-Schiene passt es dann nachher auch bei den Rebels. Weil die Rebels / zu den Resistance passt ja auch einiges, ja. Die dann, also die Resistance ist ja nachher, ne, passt überhaupt nicht, weil Rebels passt da zu diesem Dark Lord und das Ganze. Und Resistance ist mehr hier hinten bei der neuen Ordnung, Kylo Ren und so. Ja, also ist ein bisschen Hip-Hop, aber zwischen 3 und 4, diesen Lichtbogen, ja, den könnte man noch zaubern oder hätte man zaubern können. Ist jetzt meine persönliche Meinung, ihr könnt drunter schreiben und sagen, ob ihr auch dieser Meinung seid, dass da dieser dunkle Lord, Dark Lord, dass er da, wie gesagt, nochmal irgendwie in Hollywood aufgegriffen werden sollte. Und dann können wir natürlich nochmal drüber sprechen, ob Han Solo 2 und 3 doch kommen sollte unter guter Regie, unter einen, der auch kann, der keinen Ärger bekommt mit Kathleen Kennedy oder mit dem Lord Disney, also dem Chef persönlich Disney, dass der sagt, nee, sowas mag ich nicht. Wir wollen hoffen, dass Game of Thrones, Herr Weiß und so weiter, dass die wirklich dürfen, dass sie wirklich Handlungsfreiheit haben, weil der Johnson ist vorbei. Also man hat wirklich definitiv gesagt, es gibt keine Trilogie mit Johnson. Ich meine, wenn der Herr Johnson das irgendwie selber bezahlt, auch wenn der daneben haut, ich weiß nicht, dann gibt es ja wirklich eine Rebellion. Also im Moment ist durch 8 und durch Han Solo wirklich Ruhe eingetreten. Das bisschen da, was Rey da gemacht hat, ihre Akrobatik da, das hat also noch nicht so gefruchtet. Man kann vieles nachlesen. Daisy Ridley sagt, ich komme da nicht, ich mache dieses nicht, mache jenes nicht. Mark Hamill sagt, ja, Luke, als kommt, ist wirklich zu sehen und so. Es werden da einige Gimmicks jetzt, oder es gab einige Gimmicks, die jetzt mittlerweile auch schon abgeflacht sind. So einige sagen, ja, ist mir zu heiß, ich mache mir da keinen Kopf. Ich muss gestehen, ich bin also auch noch nicht gewillt, meinen Falken zu Ende zu bauen. Von De Augustini, ja, ich bin halt auch nicht nur gewillt, irgendwas zu machen. Ich bin halt auch im Moment im Sommerloch. Kein wahre Interesse da, sich jetzt zu kostümieren, vielleicht hier rumzurennen. Ich habe hin und wieder mal so ein T-Shirt an, ist in Ordnung. Warum auch nicht? Das reicht dann aber auch schon, weil so ein Jersey-Stoff zieht doch die Wärme an. Man ist dann doch ein bisschen nass. Hier so ein Baumwollhemd geht ja noch. Und dann ist man nicht so am Kleben. So, das war das Sommerloch-Theater mit Lord Darth Vader, wo ich der Meinung bin, der fehlt als Hollywood-Film, definitiv. Ja, das wäre schon toll zu hören, wie man sieht, wie er mit den Jedis kämpft. Vielleicht irgendwie zum Abschluss auch mit Ahsoka, mal lebendig. Er hatte natürlich einige Damen da schon im Kopf, die da proportional hätten gepasst von dieser Dramaturgie her. Vielleicht hätte man auch Mara Jade mit einarbeiten können, dass Mara Jade mit dem Imperator arbeitet, ja, und ihn hier so dann, ne, Mara Jade ist zwar in den Hollywood-Filmen nicht so präsent gewesen, aber es hätte irgendwie sein können. Versteht, was ich meine? So ein bisschen Venture Lady-like, überall nur noch Ladies, dann hätte man auch die Mara Jade mit einarbeiten können, die, wie gesagt, die Rechte oder ja, irgendwie diejenige, welche war, die für den Imperator da gearbeitet hat, etc. und sich also an Luke im Hörspiel, weiß man ja, rächen wollte, ja, aber nachher feststellte, dass er hier den Imperator sozusagen, also der Dark Lord, hat halt den Imperator dann doch, und dann ist sie ja etwas milder geworden, ne? Laut Hörspiel. Aber ich bin der Meinung, Hollywood braucht noch diesen dunklen Lord. Wie ihr das seht, keine Ahnung, aber ich sehe das so. Also mir fehlt er. Also ich würde ihn noch mal sehen wollen. So als richtigen Film. 130 Minuten, da, ne? Mit allem drum und dran. Ist halt meine Idee. Ne? Wie ihr die seht, werdet ihr sicherlich kundtun, wie immer.